Willkommen zurück zur Chaos-Kampagne, und zwar Chaos-Kampagne 1 und zwar zu Video Nummer 2, wieder aus Japan, wieder halbwegs gut gelaunt, nein doch sehr gut gelaunt. Unsere Kampagne läuft sehr gut voran, glaube ich zumindest, weil ich noch nicht so viele Kampagnen gespielt habe. Einer der Stämme ist mittlerweile in unserer Hand, der zweite auch. Kislev hat sich ein bisschen overextended. Und ich hoffe, dass ich ihre Armeen hier in der nächsten Runde ausschalten kann. Wir haben gerade ein paar. Nein, wir haben gerade gar nichts gemacht. Aber wir sollten eigentlich ein paar Einheiten rekrutieren. Dummerweise haben wir dann kein Geld mehr für was anderes. Aber da unser Gegner so viele Einheiten hat, rekrutieren wir besser auch nochmal zwei Chaos-Plünderer. Und schauen, wohin sich Kislev bewegt. Ob sie offensiv vorgehen werden oder eher passiv. Wenn ich die Oh nein. 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 Nein, 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 nein. Ich gehe woanders hin. Aber ich denke, das war gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht. So ist jetzt nämlich eine Kislev-Armee ganz. Ganz alleine vor unseren Türen. Außerdem noch im Marschmodus. Das heißt, alle ihre Einheiten sind müde. Obwohl, allerdings bekommen sie ja alle diesen extrem hohen Moralbonus. Wenn wir allerdings noch ihren Anführer töten können, mit unserem Chaoszauberer, und so ihre Moral weiterhin schwächen, glaube ich, hat er uns absolut gar nichts entgegenzusetzen. Und die Armee ist im Eimer. 38% Chance, dass es funktioniert. Gehen wir es mal. Schade. Aber wenigstens haben wir trotzdem ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Gibt es hier irgendwas, das... was könnte hier nützlich sein? The Withering... The Penumbra Pendulum. Enfeebling Form mag ich eigentlich sehr gerne als Zauberspruch. Aber ich glaube, in der Kampagne wird das Pendel wahrscheinlich sehr nützlich sein. Gut, haben wir eigentlich irgendwas rekrutiert in der letzten Runde? Ich fürchte nicht. Aber wir greifen die jetzt mal an. Sie haben meine Taktik durchschaut und laufen von mir weg. Na gut. Das hat leider nicht so gut das hat leider nicht so gut geklappt, wie ich das erhofft habe. Und die Kiesleviten sind weg. Wenigstens sind unsere Einheiten mittlerweile so gut wie bei 100%. Dann schnappen wir uns jetzt erstmal die Wildlinge, die Wildlings. Und anschließend räumen wir hier über diese Seite die Zwerge auf. Ich hoffe, das funktioniert. Aber ich hätte gerne meine... Obwohl, will ich meine Hunde in gutem Zustand haben? Oder ist es mir egal? Ach, meine Marauders wurden irgendwie nicht gebaut. Das will ich auf jeden Fall haben. So. Hier tut hoffentlich erstmal keiner was. Wings of Magic, das bringt ja überhaupt gar nichts. Naja, egal. Aber trotzdem ist alles nützlich, was seine Erfahrungspunkte steigert. Deswegen platziere ich ihn hier. Meine Güte, selbst die Wildlings sind unglaublich stark geworden. Also ich habe das Gefühl, die legendäre Kampagne könnte... eine...
könnte eine Herausforderung werden. Das hat nicht geklappt. Naja. Oh. Fall upon them. Blablabla. Diese Armee sollen wir besiegen. Ich denke, das sollte doch drin sein. Sollte das drin sein? Das sollte drin sein. Und an dieser Stelle sind wir sogar in Sicherheit. Okay, bla bla bla. Jetzt haben wir auch endlich wieder eine halbwegs ordentlich große Armee. Und was machen unsere Verbündeten hier? Sie bauen ihre Mächte auf mit unglaublich vielen richtig billigen Einheiten, die man als menschlicher Spieler in keinster Weise irgendwie jemals bauen könnte. Aber egal. Die Armee verstärken wir jetzt mit unserem Zauberer. Und wir hoffen, dass diese verfluchten Scalings, oder wie sie heißen, nicht vor uns weglaufen, weil sonst kann ich die Mission nicht erfüllen. Und das wäre schade. Es wird mal Zeit irgendwann... Oh nein. Okay, sind wenigstens stehen geblieben. Es wird nämlich mal Zeit, dass wir eine Mission erfüllen und mal einen richtigen Kampf sehen. Aber wir sind nicht an Land gekommen. Und was soll ich jetzt machen, wenn die nicht an Land kommen? Ich komme nicht an sie ran. Oh Gott, das ist noch mehr. Ich habe das Gefühl, Codex Sunny wird bald sein Ende finden. Und diese Chaos-Kampagne kommt bald zu einem kurzen und erschreckenden Ende für Codex, aber zu einem wundervollen Ende für die restliche alte Welt, da sie sich nicht um... Oh Gott. Flüchten können wir nicht. Die Balance of Power sieht gar nicht so schlecht aus, überraschenderweise. Warum? Vermutlich wegen diesen drei Einheiten Chaos Warriors und den Dragon Augurs. Die haben 100 Panzerung. Deswegen kommt keine Einheit durch die eigentlich durch ihre Panzerung. Und was haben die hier? Die haben gerade mal 6 Armor Piercing Damage. Das heißt, wenn wir den Zauberer hier und diesen Lord hier ausschalten, könnten wir das sogar gewinnen. Und wir müssen, denn sonst haben wir verloren. Also Weidmanns Heil. Weidmanns Heil. Hier kommen zwei Armeen auf uns zu, die deutlich größer sind. Jede einzelne ist deutlich größer als unsere. Dafür haben wir Codex Sun-Eater und Codex Sun-Eater verursacht Terror und Angst und haut so viele Einheiten gleichzeitig weg, dass wir sicherlich eine Chance haben, das zu gewinnen. Die Einheiten, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen, sind diese drei Einheiten Speer, Werf, Plünderer, da die sehr viel Schaden machen bei so großen Einheiten wie Codex, da jeder ihrer Speere, die sie werfen, praktisch immer trifft. Aber ich habe ja ein paar Hunde, mit denen ich sie wegscheuchen kann. Dummerweise hat unser Gegner auch Hunde. Und da er uns angreift, ist es glaube ich so, dass seine Verstärkung von irgendeiner Seite des Spielfelds erst auf das Schlachtfeld laufen müssen und sie nicht gleich zusammen starten können. Wie wenn das ist, wenn man zwei Armeen angreift. Das heißt, den anfänglichen Vorteil muss ich so schnell wie möglich ausnutzen, die gegnerischen Armeen niedermachen. Die gegnerische Armee niedermachen, bevor die zweite kommt. Genau da hinten kommt sie. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Power-Reserven sind voll. Damit gehen wir in den Kampf. Unsere Gegner kommt irgendwo von da hinten. Also die Verstärkungseinheiten. Und unsere Armee ist hier. Oh. Ja, wundervoll. Sind das eigentlich die normalen Einheitengrößen oder? Sie wirken normal, die Einheitengrößen. Okay, wir stellen uns ein bisschen hier auf der Seite auf. Unsere Chaoskrieger kommen dahinter.
Chaos Warriors mit Hellebarden, die sollten, naja, die schützen unseren Rücken. Marauder Horseman, ich weiß eigentlich ehrlich gesagt nicht so genau, was ich mit euch machen soll. Vielleicht kann ich nicht in Vorhut produzieren, leider. Platzieren, leider. Penumbra Pendulum könnte hier extrem nützlich werden. Vielleicht wäre es ganz gut, meine Armee ein bisschen mehr zusammenzuhalten. Gerade wenn ich das Pendel einsetzen kann. Ihr unterstützt irgendwo, wo ihr gebraucht werdet. Kolek kommt hinter, denn er ist zu kostbar, um leichtfertig verwendet zu werden. Gut. Ihr kommt hier hin. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Los geht's. Oh, ich kann sogar pausieren. Wie schnell sind die Jungs hier? Ah, das werde ich alleine nicht gewinnen. Einfach viel mehr Truppen. Ist hier. Mit etwas Glück kann ich ihn erledigen. Wenn er nicht richtig aufpasst. Das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit für das Miasma. Oh, da ist ihr General. Schnappen wir uns. Das sieht eigentlich ganz gut aus, komm schon. Ein Pendel. Nicht übel. Komm, jetzt musst du hier helfen. Komm, Kolek. Der General muss tot getötet werden. Nächste kommt gleich. So, der General ist fast tot. Sehr schön. Okay, die Jungs sind erledigt. Und die kommen wahrscheinlich alle wieder zurück, was natürlich ein bisschen blöd ist, aber... Aber wir können uns gerade nichts anderes leisten.
Wir müssen die andere Armee auch noch zerstören, bevor wir uns weiter bewegen können. So, wo ist unser Zauber? Hier ist er. Pendel einmal rein. So, und damit sind sie so ziemlich erlebt. Würde ich jetzt mal behaupten. Unsere Hellebardiere sind leider ziemlich im Eimer. Was sehr ungeschickt ist, aber die restliche Armee flüchtet. Müssen wir nun unsere Armee so halbwegs zusammenhalten. Oh nein. Unser Drachenorger. Die Drachenorger darf ich auf keinen Fall verlieren. Oh Mist, unsere Hellebardiere sind tot. Das ist ärgerlich. Das ist nämlich die Einheit, die unbedingt Kohlekette schützen sollen. Wenn mal stärkere Gegner gekommen wären. Aber da kann man jetzt auch nichts machen. Ich denke mal, das gewinnen wir jetzt trotzdem. Vor allem, weil die ganzen gegnerischen Armeen jetzt alle fliehen, die ganzen gegnerischen Einheiten. Ich darf nur nicht meine Chaos Spawn verlieren, das wäre extrem ärgerlich. Und vor allem nicht meine Dragon Auger. Das wäre noch viel ärgerlicher. An Erfahrungspunkten kriegen wir sicherlich eine ganze Menge hier raus. Der ist immer noch da. Dummerweise ist meine Armee jetzt ein kleines bisschen auseinandergefallen. Was nicht gut ist. Ich hoffe, ihr flüchtet jetzt langsam. Aber euch geht es scheinbar irgendwie noch ziemlich gut. So richtig viel zusätzliche Magie bekomme ich nicht. Aber ich glaube, ein Pendel kriege ich noch hin. Ich brauche eindeutig mehr Hunde. Und ich muss diese Hunde in defensiver Position lassen, um diese ganzen blöden Marauder Horsemen zu erledigen. Okay, da sammelt sich jetzt gerade die ganze gegnerische Armee.
Zum finalen Kampf. Es gibt keine Balance of Power, interessanterweise. Wenn seine Linie hier auf meine knallt, kommt das Pendel und dann ist alles vorbei für unseren Gegner. Oh nein, meine Chaos Spawn. Okay, es geht los. Zeit für das Pendel. Optimal ist es nicht gelaufen, aber es hat gereicht. Oh, endlich sind sie alle kaputt. Jetzt jagen wir die Jungs noch hinterher, um so viele von ihnen auszuschalten wie möglich. Leben unsere Chaos Spawn noch. Ach, da hinten sind sie, ein Glück. Und das Ganze beschleunigen wir jetzt. Den muss man nicht im. Ja, wo lauft ihr denn hin? Wo lauft ihr hin? Ihr sollt die hier fertig machen. So, lauft. Lauft, meine Chaoskrieger, lauft. So, wie viele Kills habt ihr erzielt? Kolek 189, 60, 127. Chaos Warriors haben sich sehr gut geschlagen. Chaos Spawn auch. Und sogar die Chaos Marauders haben ordentlich Schaden ausgeteilt. Ich bin sehr zufrieden mit euren Leistungen. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, so viel passiert jetzt auch nicht mehr. Aber je mehr wir von denen killen können, desto besser. Wir nehmen auf jeden Fall so viele Kills wie möglich mit. 227, 229, 231. Das geht doch. Geht doch. Okay, Spawn sind bei. Sie haben Silber Chevrons bekommen mittlerweile. Ihr habt drei Bronze Chevrons. Nicht übel. Nicht übel. Nehme ich alles mit. Kostenlose Kills. Finde ich gut. Immer wieder gerne. Okay, aber sieht so aus, als war's das jetzt. The enemy has cost you dearly. Das kann man ganz sicherlich nicht anders sagen. Puh. 1500 Einheiten zerstört. Das war eine große Herausforderung, mit solchen schwachen Truppen so eine ebenfalls ähnlich schwache Übermacht zu besiegen, obwohl Kolek hat's rausgerissen, gerade durch den Terror, den er verursacht hat. Ich habe meine Hunde dummerweise echt schlecht eingesetzt, muss ich jetzt so im Nachhinein sagen. Ich hätte sie wirklich aufsparen müssen, damit sie nachher diese Marauder Horsemen ausschalten können. Obwohl, so viel Kills haben die Marauder Horsemen jetzt auch nicht gemacht, wenn ich mir das so ansehe. 34, 21, 42. Das hält sich alles doch arg in Grenzen. Was Gutes? Ja. Meine haben auch so gut wie keinen Schaden gemacht. Komisch. Weiß nicht ganz genau, warum das jetzt so ist, aber. Ich schätze mal, sie sind einfach schlechte Einheiten.
Tja, also falls ihr übrigens Vorschläge habt, wie man in dieser Kampagne besser vorankommt, taktische Vorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin gerne bereit, mir das anzusehen. Und ich hoffe auch, dass ich in den nächsten Tagen und Wochen auch weiterhin immer ein Video pro Tag produzieren kann. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal wieder in der Lage sein werde, zwei Videos am Wochenende hochzuladen. Tatsächlich braucht das doch überraschend lang viel Vorbereitung. Und das ist irgendwie so, in Japan ist das nicht so üblich, gerade Einkäufe in großem Maßstab zu machen wie bei uns in Deutschland. Hier geht man irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag einkaufen. Die Portionen sind alle relativ klein. Ich bin in letzter Zeit häufig hungrig. Ganz schön viel Loot, nicht übel. Talisman of Endurance. 15% Schadensresistenz gegen alles. Nicht übel. Sollen wir sie opfern? Töten? Wir brauchen eigentlich. Ja, wir brauchen Truppen und zwar so viele wie möglich. Deswegen versklaven wir sie mal. Oh Gott, ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich die nächste Armee hinterher. Ach, Glück gehabt. Tot. Sehr gut. Geld haben wir mehr als genug, dann erforschen wir das. Tja. Ich kann diesen Gegner hier sich nicht regenerieren lassen. Wenn ich das tue, bin ich tot. Ich muss rein, angreifen. Und eigentlich muss ich auch noch einen weiteren Lord rekrutieren, damit er hier meinen Rücken schützt durch sein Opfer. Wen würde ich da rekrutieren? Schattenzauberer, von Siegwald und so. Feuerzauberer, Metall, Todeszauberer. Nehmen wir mal einen Schattenzauberer. Rekrutieren kann ich leider nichts mit ihm, aber er soll einfach nur da stehen, um die gegnerischen Einheiten aufzuhalten. Oh nein, kann ich nicht angreifen? Doch. Doch, kann sie angreifen. Ja, gut, dann hoffen wir, dass das funktioniert, sonst sind wir nämlich alle des Todes. Leider kann ich keine Söldner rekrutieren. Aber gut. Wir greifen mit einer fast kaputten Armee drei gegnerische Armeen an. Na gut, meine Chaos-Krieger sind noch in relativ gutem Zustand. Der Gegner hat zwei Lords, aber die sind alle schon müde. Die sind schon beschädigt. Einfach wird es auf jeden Fall nicht, aber ich sehe momentan keine andere Möglichkeit, wie ich da noch halbwegs lebend rauskommen soll. Und wenn ich den Kampf gewinne, gehört mir, glaube ich, auch gleich das Dorf. Und das wäre gut, das Dorf zu haben. Dann wäre ich nämlich gleich in einer Encampment, also in einem, ja, in einem Camp. Regeneriere schneller, habe bessere Verteidigungswerte, aber die Armee, die gerade hinter mir herläuft, interessiert das wahrscheinlich wenig. Da die dann zu dem Zeitpunkt nach diesem Kampf wahrscheinlich eine fünffache Übermacht hat. Ja, ich kann nur hoffen, dass mein einzelner armer Chaos-Zauberer in der Lage ist, diese mega großen Horden aufzuhalten, ganz alleine. Ja, das wird schon gehen. Das wird schon gehen. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Oh, eine Armee kommt von hinten. Ich glaube, in dem Fall stellen wir uns dann so auf, dass wir gleich den ihre Armeen von hinten aufschalten. Kann eh gar nichts machen, weil die so wenige sind. Wer hat eigentlich einen höheren Charge-Bonus? Eindeutig die Chaos-Krieger.
kommen die also in die Frontlinie. Ihr seid zu schwach, ich stelle euch nach hinten hin, sonst fliegt ihr nämlich gleich weg. Codex Sanita kommt hier hin. Und los. Hier ist der General, haut ihn kaputt. Alles wird gleich gehen. Ein Pendel zerstört alles. Komm schon. Oh ja, das hat gut reingehauen. Kolex zerstört seinen Zauberer. Meine linke Flanke bricht leider dummerweise zusammen. Das ist nicht so schön. Aber sobald der Zauber tot ist, bin ich zuversichtlich. Oh, oh, oh nein. Unser Zauberer ist irgendwie ein bisschen ungeschickt positioniert. Töte ihn! Tötet ihn! Töte ihn! Oh nein, mein armer Zauberer. Ist er jetzt endlich tot? Töte ihn! Wir müssen dich tot sehen. Ein Schlag, dann flieht alle ganz an. Nee, komm schon. Ja, das geht nicht. Ich brauche dich hier hinten wegen deinem Terror. Okay, Terror setzt ein. Oh nein. Oh nein. Komm schon. Du darfst nicht sterben. Gegnerische Lord ist geflohen. Okay. Das ist ja gerade noch gut gegangen. Muss ich nur noch aufpassen, dass Codex Sun-Eater nicht von Millionen an Äxten abgeworfen wird. Okay, unser Zauber ist wieder da, sehr gut. Aber aufpassen soll ich trotzdem. Ja, ihr müsst jetzt leider die ganzen Äxte fressen. Ihr armen Chaos Morals, das tut mir schon ein kleines bisschen leid, aber besser als wenn es meine Chaos Warriors machen. Puh, das sieht nicht gut aus. Noch haufenweise Chaos Morals. Codex Sunny, das ist schon ziemlich beschädigt. Und euch fangen kann ich wahrscheinlich auch nicht. Nee, natürlich nicht. Denn ihr habt Pferde.
Mist. Mist, Mist, Mist. Na gut. Mal sehen, wie weit wir mit dieser kleinen Chaos-Armee, die noch übrig ist, kommen. Lauft, Jungs, lauft. Codec 59, Kills 80. Hey, habt ihr schon gut geschlagen. Vor allem die Dragon Augers. Und ausdauermäßig sind sie auch noch gut in Schuss. Wow. Vielleicht können wir sie irgendwie. Am besten wäre es, wenn wir gegen sie im Wald kämpfen, das ist klar. Meine Hunde will ich eigentlich nur ungern aufs Spiel setzen, aber. Dummerweise habe ich nicht viel an andere Wahl. Codec ist 80 schnell. Kann die sogar fangen. Yay, wir haben hier einer gefangen. Ich hoffe, sie flüchten jetzt. Sie flüchten. Hunde, verfolgt sie. Der Rest der Armee formiert sich wieder neu. Sehr gut. Okay, los geht's. Er ist sogar relativ nah am Wald, was positiv für mich ist, denn so. Was ist das denn hier? Oh, Chaos Spawn. Weil er so schneller vom Spielfeld flüchtet, sobald er flüchtet. Die Generäle haben sie keine mehr dabei, so wie es aussieht. Difficulty Modifier 10. Ja, da steht er. Aber macht nichts. Tja. Dumm. Das muss ich angreifen. Was anderes geht nicht. Hä? Hier ist irgendwo ein Zauberer. Also trifft er nicht. Nichts. Meine Güte. Wo ist er? Da ist er.
Wo ist er hier? Ein Pendel. Komm schon. Ich weiß, du willst es. Puh, er ist gut geflogen. Komm schon, ein Schlag. Auf meinen Terror hier. Jetzt bin ich verloren, dummerweise. Ein Pendel, das ist zwar kein guter Winkel, aber ich habe auch keine andere Wahl. Oh, seine Armeen fliehen. Sie fliehen. Jedenfalls auf der Seite. Töte den General! Oh nein. Oh je. Ich glaube, das wird sehr eng. Warum kann ich eigentlich die Lebensenergie der Gegner nicht mehr sehen? Das ging doch früher. Komm schon. Der gegnerische General ist tot. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob wir in der Lage sind, meine Einheiten vom Spielfeld zu vertreiben. Mit dem, was wir hier noch haben. Ich habe nämlich das Gefühl, das sieht schlecht aus. Aber wenigstens bekommen wir jedes Mal einen Moral-Bonus. Im Nahkampf sind die natürlich extrem schlecht, aber im Fernkampf sind sie dafür extrem vernichtend. Oh Gott. Oh Gott, Kolek. Gib nicht auf, Kolek. Du kannst es. Oh nein. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt im Wald kämpfen, weil er da. Oh nein. Oh nein, Kolek. Oh nein, Kolek. Die Drachenlogen sind wieder zurückgekommen. Hey! Mist. Tja, ich glaube, das war's diesmal. Kolek ist getötet worden. Von einer Horde billiger Chaosplünderer und Chaosplünderer auf Pferden. Seine ganze glorreiche Streitmacht wurde ausgeschaltet. Und so zerbröselt der Keks nochmal. Tja. Ich glaube, das ist jetzt das Ende, oder? Vermutlich.
Vermutlich, meine ganzen Armeen werden sich wahrscheinlich nicht mehr sammeln. Und eine riesige gegnerische Armee steht direkt vor meiner Nase, hinter mir, vor mir, überall. Und ich glaube, damit geht die Chaos-Kampagne gleich wieder zu Ende. Obwohl sie gerade erst angefangen hat. Naja, aber das ist alles eine Learning Experience, wie man so schön sagt mit den Kampagnen. So als Vorbereitung für Warhammer Total War 2, das ja bald rauskommen soll. Wann genau, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Die Ladezeiten sind ganz schön lang gerade. Ich glaube, ich sollte mir einen besseren Prozessor kaufen. Die Frage ist nur, wo kriege ich ihn her? Wahrscheinlich aus Yodobashi. Sorry, Inside Joke. So, also falls euch diese Kampagne hier halbwegs gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht wollt ihr ja irgendwelche anderen Armeen sehen, irgendwelche anderen Fraktionen. Vermutlich wollt ihr alle die Zwerge sehen, denn alle wollen immer die Zwerge sehen, aber die sind leider so ein bisschen eher passiv. Deswegen hat mir das Chaos ganz gut gefallen hier. Oder vielleicht auch die Tiermenschen, weil die eher durch die Gegend laufen und gegnerische Fraktionen aktiv erledigen wollen, anstatt passiv eben ihre Städte zu beschützen. Jetzt hat er mir noch Sachen weggenommen. Oh, wir leben noch. No, never. Wir leben noch, aber jetzt können wir nichts mehr machen. Alle unsere Aktionsmöglichkeiten sind aufgebraucht. Kolek ist fast tot. Gultor ist fast tot. Drachenogre sind fast tot. Und jetzt sind unsere Gegner am Zug. Und ich gehe da mal davon aus, das war's. Oder? Mal sehen, was sie machen. Okay, der Zauberer macht das, was er sollte, nämlich verteidigen. Tja. Und es sieht aus. Jetzt kommt er genau gerade noch in Reichweite von Kolek, um ihn auszulöschen mit 1 Million Marauder Horsemen. Tja, und da macht Kolek Sunnyter seinen Todestanz. Und das war's. Ja, schade eigentlich. Ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr gewollt, als ich kauen konnte. Ich glaube, im nächsten Spiel werde ich mich eher erstmal mit den Zwergen beschäftigen. Oder vielleicht eine Hellcat kaufen. Mal sehen. Hoffentlich hat es euch gefallen, wenigstens so halbwegs. Ich hoffe, ich kann die Videos irgendwann hochladen, wenn Internet wieder da ist. Danke fürs Zusehen. Grüße aus Japan und bis zum nächsten Mal.